Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Part Hearthstone mit der Erweiterung Lax Ramas. Wir befinden uns im Konstruktviertel und werden jetzt Flickwerk legen. Seine Heldenfähigkeit kostet 4 Mana, das Hass erfüllter Stoß und vernichtet einen Dino. Das Ganze machen wir mit unserem Jäger. Und jetzt großartig zu spoilern, der ist manchmal richtig nervig, kriegt man nicht den richtigen Draw, hat man verkackt. Spätestens jetzt solltet ihr auch erkannt haben, warum. Er hat eine 5-8er Waffe. Was heißt, in 6 Zügen sind wir tot. Er zieht dafür auch keine Karten. Weg, weg. Und da haben wir unser Ansturm. Ist wichtig, dass wir den so gut wie jede Runde haben. Der benutzt natürlich gleich unseren Kristall, um den noch um 1 zu buffen. Wir brauchen sehr viele Low Drops und sehr schnell Low Drops. Ich hoffe mal, mein Glück verlässt mich nicht. So, jetzt sind wir bei 25, er ist jetzt bei 15. Die ersten paar Züge sind echt böse. Zum Beispiel, jetzt können wir nur 5 Schaden reindrücken. Und jetzt kommt der Moment, wo er ein Monster vernichten kann. Da wir gerade keine Monster kriegen, muss ich das Ganze so machen. Nächste Runde brauchen wir Misha, sonst können wir das Ganze knicken. Das Glück ist echt nicht auf meiner Seite, Leute. Und damit haben wir unseren ersten Versuch. Leider mit Misserfolg abgeschlossen, aber wir werden es jetzt gleich noch ein zweites Mal probieren. Vielleicht haben wir damit mehr Erfolg. Und auf ein neues wieder mit unserem Jäger. Ich könnte das Deck anpassen, aber das finde ich ein bisschen langweilig. Zock lieber mit meinem Deck, was vorhanden ist. Flickwerk. Super. Die beiden können wir behalten, die beiden machen wir weg und hoffen wieder auf einen Boar. Na, dann so bleibt uns nichts anderes übrig. Außer wir ziehen natürlich jetzt eine, das wäre der Burner. Dann müssen wir es so machen. Dann nächste Runde mit unserem Leuchtsignal drauf hoffen. So. Erstmal das Leuchtsignal, vielleicht kriegen wir einen guten Einsatzdrop. Spielen wir. Da kommt dann auch bald der Moment im übernächsten Zug, über den ihr dann spotten könnt. Das heißt, ihr müsst den töten. Wir kriegen dazu einen Free Drop. Die obersten 3 Karten im Deck. Tierbegleiter, eindeutig. Ich weiß jetzt nicht, ob wir es riskieren sollten. Oder ob wir erspotten. Ich glaube, wir nehmen erstmal einen Safe Spot. Bei den natürlich jetzt vernichtet, aber wir kriegen nochmal einen Spot. Ist eigentlich egal, welchen ich spiele, Hauptsache ich spiele was. Nehme ich den. Wir sind jetzt bei 11 und haben diese Runde schon wieder verloren. Uns fehlen einfach die Low Drops, die wir nicht kriegen. Alle guten Dinge sind 3. Also auf. Wenn es dann nicht klappt,
Gehe ich erstmal rein. Einfach jetzt so zwei Wildschweine und einen Wolf. Ein Wolf, zwar der falsche, da ist der richtige. Halten wir aber trotzdem mal, dafür kriegen wir jetzt noch einen. Dann nicht. Boom, noch fünf Züge. Den, den, den. Nächste Runde den dazwischen. So. Und ein Fass ins Gesicht. Damit sind wir jetzt in diesem Zug gleich auf, aber wir verlieren einen der beiden. Natürlich den besseren. Jetzt spielen wir natürlich die. Jetzt bleibt ja nichts anderes übrig. Er ist jetzt bei 4. Ich würde sagen, alle guten Dinge sind 3, hat sich erfüllt. Diesmal hatten wir wirklich gutes Glück, um das Ganze zu feiern. 2 ins Gesicht, auf 1. Mit dem und mit dem finishen. So, das war Flickwerk aus dem Konstruktviertel. Wie ihr seht, ihr braucht viel Glück beim Kartenziehen oder setzt einfach nur Low Drops ein. Macht euch ein Deck dafür, ist vielleicht sogar einfacher. Wir sehen uns beim Grobolos wieder. Horrido und bis denn.